Servus Leute, im heutigen Video geht es um die Änderung vom Montag mit dem Technical Update. Da gab es eine Downtime, die war für 4 Stunden angesetzt. 6,5 hat sie letztendlich gedauert. Und wir können dadurch jetzt nicht mehr spezifische Server auswählen, sondern nur noch Serverregionen. Und meine Eindrücke, was sich dadurch geändert hat und was es zu beachten gilt, habe ich euch in diesem Video mal zusammengefasst. Viel Spaß! Kommen wir als erstes dazu, was sich geändert hat, und zwar die Serverauswahl. Die sieht jetzt so aus, und zwar, man kann bloß noch Regionen auswählen. Moment, ziehen wir es mal ganz groß. Es gibt jetzt bloß noch Regionen, und ja, letzten Endes haben sie da ein paar Server einfach zusammengefasst. Also Europe Central wird jetzt wahrscheinlich Deutschland sein, Österreich, Schweiz, vielleicht Niederlande, je nachdem, was da dahinter steht. Man kann immer noch die IPs überprüfen, auf welchen Servern man wirklich gespielt hat, da komme ich gleich noch dazu. Und man kann immer noch andere Regionen auswählen, wie zum Beispiel russische Server oder auch NA-Server, je nachdem, wenn man den richtigen Ping hat. Aber ich könnte jetzt definitiv auf North America, Northeast könnte ich spielen mit Ping 93. Das sind wahrscheinlich Washington, New York und Montreal die Server, die sich dahinter verbergen. Vorher sah das so aus, zum Vergleich. Das ist die alte Serverliste. Da war es Germany, France, Netherlands, Switzerland und eindeutig ein paar mehr Server. Und das bewirkt, dass man nicht mehr so spezifisch die Server auswählen kann. Das heißt, an alle, die gerne auf leeren Servern gequestet haben, diese Zeit ist wahrscheinlich vorbei, weil jetzt das Game Tarkov hat mehr Entscheidungsgewalt darüber, welche Server voll werden. Das heißt, grundsätzlich sind die Lobbys voller und meine Erfahrung hat gezeigt, das ist auch so. Auf NA-Servern war ein bisschen mehr los. Dann habe ich noch EU getestet und auch Auto-EU und es war überall mehr los, auch in den Nachtraids. Und das ist natürlich bloß ein Eindruck von einem Tag, aber grundsätzlich eine sehr gute Änderung. Man hat wesentlich mehr PMCs in einem Raid und natürlich schade für die Leute, die gerne alleine auf dem Server waren, da ihre Quests erledigt haben oder gelootet haben. Diese Zeiten sind, glaube ich, vorbei, dass man ja alleine auf Israel gequestet hat oder Kasachstan oder was es da für Geheimtipp-Server gab. Und man kann immer noch überprüfen, auf welchen Servern man wirklich gespielt hat und ich habe mir das auch mal ein bisschen angeschaut. Und zwar, wenn man das machen will, geht man ins EFT-Verzeichnis. Ihr seht es hier, C, Battlestate Games, EFT und da gibt es einen Log-Ordner. Und hier haben die Logs Zeiten, das ist von heute, als ich verkauft habe. Und mal sehen, gestern, 28.11., 20.40 Uhr, das war auf meinem Zweit-Account, bei dem ich Auto-EU gespielt habe. Und da schauen wir jetzt mal rein. Da gibt es hier die Traces-Log, das ist die wichtige, die öffnet ihr einfach mit dem Editor. Und scrollt ganz nach unten, je nachdem, wie lang die Session war, umso länger ist die Log. Und da stehen hier lauter so schöne Sachen drin. Und dann scrollt ihr immer bis zu dieser längeren Zeile hier hoch. Und da steht dann IP, zack, das ist die Server-IP. Und die kann man dann auf einer Seite überprüfen. Die heißt ipinfo.io, die nehme ich immer. Und da gibt man die hier ein, STRG-V. Und kann analysieren. Und da steht dann hier immer die Stadt, Frankfurt am Main, ganz klar deutscher Server. Und dann kann man immer noch ein bisschen weiter schauen, was war die Runde davor. Immer ein bisschen weiter scrollen, bis wieder hier die lange Liste kommt. Dann schauen wir mal hier. Schauen wir mal hin, da. In dem Fall war das Berlin. Ich weiß nicht, ob es schon immer einen Berliner Server gab, aber ich glaube schon, dass der sich auch hinter Deutschland versteckt hat. Scheinbar waren die Server nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ja, so ist es jetzt halt. Dann schauen wir mal noch eine dritte IP. Mal sehen, hier ist jetzt waren es ja zwei deutsche Server. Ich habe es gestern Abend noch ein bisschen mehr überprüft und ich hatte so ja, 50% Frankreich, Straßburg, Frankreich. 50% meiner Matches mit Auto EU waren auf Frankreich, ansonsten Deutschland. Dann hatte ich noch Prag dabei. Auf Wien, also Österreich war ich einmal, Switzerland glaube ich auch einmal. Also im Moment sehe ich keinen Grund, nicht Auto EU zu wählen, weil man kann bloß noch Regionen wählen, das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt auf NA spielen will oder woanders, kann man im Moment ruhigen Gewissens einfach auf Auto-EU spielen. Das hat sich verändert. Man hat auf jeden Fall volle Lobbys. Und das ist eine sehr gute Änderung, würde ich sagen, weil ja, das ist ja letzten Endes das, was man will. Und hoffentlich sind auch Nachtraids voll. Da konnte ich noch nicht so viel testen. Aber ich gehe davon aus, dass auch in der Nacht mehr los ist. Man jetzt allgemein mehr PvP hat und seinen Loot und seine Quest mehr verteidigen muss. Also, sehr gutes Update. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet. Und eins ist noch angemerkt,
Es gab noch eine Änderung, heute früh war das, da gab es noch mal eine einstündige Downtime, weil wohl Spieler aus Neuseeland und Australien ein bisschen ausgeschlossen waren und da waren die Server zu arg zusammengefasst und seit heute früh gibt es dann auch einen Australia-Server und das war wohl auch aufgrund der Beschwerde von Pestili, die konnte ich auf Twitter verfolgen. Gibt es jetzt auch einen Australien-Server, da hat BSG sehr schnell reagiert. Wir können auch, denke ich mal, damit rechnen, dass hier diese Server-Zusammenfassungen noch ein bisschen angepasst werden. Ich denke mal, im Bereich Europa, Russland und Nordamerika wird es nicht der Fall sein, aber vielleicht in anderen Regionen, aber dürfte wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer hier betreffen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video. Wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr von dem Update haltet. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.